Sternfeuerprotokoll wird genervt und ich will heute nochmal ganz genau darauf eingehen, warum das Ganze richtig gut für Destiny 2 ist. Bleibt dafür also auf jeden Fall dran. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Ellie, aka Ellie knallt rein, und auf diesem Channel dreht sich alles rund um Open World Games wie Destiny 2, Hogwarts Legacy und in Zukunft auch Jedi Survivor. Wenn du angehend also nichts verpassen möchtest, würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen. Apropos Jedi Survivor. Auf Instant Gaming kriegt ihr extrem viele Spiele für sehr viel weniger Geld. Wie beispielsweise Jedi Survivor, dort zahlt ihr nur 48 Euro, was ein absoluter Schnapper ist. Und prinzipiell ist für jeden etwas dabei, ob es jetzt Story Games wie The Last of Us oder Hogwarts Legacy, Online-Titel wie Destiny oder das neue Minecraft Legends sein soll. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich kann es euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und jetzt würde ich sagen, ab ins Video. Jeder von euch kennt Sternenfeuerprotokoll und ich denke mal, jeder von euch weiß, dass es sehr, sehr stark ist. Und ich habe unter meinem vorletzten Video das Thema ein bisschen angeschnitten und ich habe wirklich viele Kommentare bekommen, wo ich das Gefühl habe, dass das Ganze nicht so richtig verstanden wurde, warum dieser Nerf gut ist. Bevor wir jetzt darauf eingehen, will ich sagen, dass das Ganze Leaks sind und sich an den Werten noch extrem viel ändern kann. Daher werden wir jetzt nur über die Ausgangssituation von Sternfeuerprotokoll reden und wie es anscheinend genervt werden soll. In Destiny 2 gibt es schon wirklich sehr lange ein unglaublich krankes Power Creep Problem. Power Creep kann durch neuen Content entstehen, der uns, also den Spieler, immer stärker und stärker macht, wodurch logischerweise das Spiel auf Dauer immer einfacher wird. Neuer Content ist eigentlich immer sehr gut für ein Spiel, kann aber in einem Spiel wie Destiny, League of Legends oder World of Warcraft, you name it, zu einem Power Creep Problem werden, wenn man sich dem Ganzen nicht annimmt. Und das Exo-Sternfeuer-Protokoll trägt nach dem Solar 3.0 Update einfach maßgeblich zu dem Power Creep in Destiny 2 bei. Wenn ihr in den letzten paar Monaten mal einfach nur ein paar Warlocks inspiziert habt, werden alle Warlocks gleich aussehen. Und das liegt an diesem Exo. Weil Sternfeuerprotokoll einfach absolut die Meta bestimmt. Dieses Exo kaut euch unfassbar viel Schaden raus. Und viele Leute unter meinem alten Video haben geschrieben, ey, ich finde das nicht gut, dass sie das so tot nerven und so weiter und so fort. Lass uns nochmal ganz kurz darauf eingehen. Der Nerf ist so, dass man nicht mehr jede 2 Sekunden eine Granate werfen kann, sondern nur noch alle 8 Sekunden. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal richtig, richtig krass viel an. Aber da spielen so viele Sachen mit rein, dass dieses Exo so unfassbar gut ist. Und ich will euch die mal kurz erklären. Und zwar nicht nur, dass nach Solar 3.0, nach unseren Aspekten, hier das so viel besser geworden ist mit der Fusionsgranate, dass sie zweimal explodiert und super viel Schaden macht. Zudem haben wir jetzt auch noch, ist auch noch relativ aktiv, Glut der Entschlossenheit bekommen. Und zwar Solargranatentodesstöße heilen dich. Und das hat man halt gerade so am Day One gut bemerkt. Das Exo ist einfach maßgeblich dafür verantwortlich, dass sehr viele Menschen den Raid geschafft haben, weil du hast halt einfach alles damit. Du hast Healing, du hast Damage und obendrauf kannst du sogar, was auch noch absolut krank ist, wenn du einen Raketenwerfer hast mit Demolierer, kannst du obendrauf noch bei jedem Mal, wenn du die Granate wirfst, deinen Raketenwerfer nachladen. Leute, ich verstehe euch. Wir wollen alle nicht, dass irgendwas hier komplett totgenervt wird. Und ich kann euch sagen, dieses Exo wird immer noch eines der most reliable Exos im Game sein. Es wird immer noch super stark sein. Vielleicht nicht mehr so stark, wie es jetzt ist, logischerweise. Aber es wird immer noch mit eines der besten Exotics auf dem Warlock sein. Alles in dem Spiel ist, tut mir leid, piss einfach. So, wir gehen hier durch. Wir hatten mal so ein Video gesehen von Salter Grappo. Wenn ich das finden sollte, blende ich das mal hier ein. Und zwar, dort hat die Freundin von Salter Grappo, die wirklich mit zum ersten Mal Destiny gespielt hat, Kallus gelegt, den Kallus-Bosskampf aus Lightfall. Und sie stand auf einem Pillar drauf und hat die ganze Zeit nur Fusionsgranaten geworfen. Erstmal, ganz wichtig, das ist absolut nicht sexistisch gemeint, also gar nicht. Ne? Leute, ich will, dass ihr das nicht in den falschen Rachen bekommt, weil da hätte auch einfach ein Mann sitzen können, der noch nie Videospiele gespielt hat. Das ist vollkommen egal, wer da sitzt, okay? Wirklich, das ist vollkommen egal. Aber der Fakt, dass jemand, der relativ neu in dem Spiel ist, auf Legendary ganz easy, ohne großartige Mechanics zu machen, diesen Boss legen kann, ist lächerlich. Das ist einfach nur dieses Problem davon, dass die Warlocks einfach so stark sind. Healing, Damage, einfach für auch die Teammates extreme Survivability durch den Well, du kannst nicht sterben.
GMs waren noch nie so einfach wie jetzt, nachdem dieses Fragment dazu auch noch rausgekommen ist, Leute. Und jetzt, um nochmal auf die Kritik einzugehen, ich habe im letzten Video gesagt, ich bin ein Fan davon, wenn Bungie die Sachen langsam runtersetzt. Das habe ich zu Dune Marchers gesagt, weil bei Dune Marchers wird die Range genervt, also die Reichweite, wie dieser Blitz kommt, und auch der Damage, wo dieser Blitz kommt, also wie viel Damage der macht. Und ich möchte das hier und da ein bisschen differenziert, weil Dune Marchers sind sehr stark. Sie sind einfach nur sehr, sehr stark. Dort wird angepeilt, hey, weniger Reichweite, weniger Damage. Dieses Exo hier, das damit zu vergleichen, dass ich da gesagt habe, hey, ich bin ein Fan davon, wenn Bungie das langsam macht. Das hier ist langsam. Wenn wir uns an den Stompy-Nerf erinnern, dass die Stompys komplett useless waren, also wirklich, dass wir nichts mehr in der Luft treffen damit, ne? Das ist ein Nerf, der wirklich absolut schrecklich ist für das Exo. Und dem sozusagen dann auch das Profil weggenommen wird. Hier haben wir immer noch prinzipiell den gleichen Damage der Fusionsgranate. Wir werfen sie nur langsamer. Und wir haben immer noch for free jede 8 Sekunden Damage. Und am Ende des Tages, ganz ehrlich, wenn wir da Witherhort draufpacken, mal gucken, wie schnell wir die Granate wirklich wieder bekommen. Weil ich denke, das Ganze wird dann sehr viel schneller sein als 8 Sekunden. Es ist nur wichtig, dass ihr wisst, wir dürfen da nicht relativieren. So, nur weil ein Exo im PvP stark ist und es leicht angepasst wird, weil es einfach nur sehr stark ist, gegenüber einem Exo, was wortwörtlich über ein Jahr jetzt das Spiel in zwei Hälften bricht. Von Loadouts und von Variety auch. Weil, ey, Dawn Chorus ist ein cooler Helm, Dämmerungskonzert. Aber warum Dämmerungskonzert spielen, wenn wir Sternfeuerprotokoll haben? Wisst ihr, was ich meine? Von daher, nur nochmal ein kleiner Nachtrag zu meinem letzten Video, dass ihr versteht, warum dieser Nerf gut ist. Und ich denke, dieses Exo wird immer noch sehr, sehr stark sein. Immer noch nächste Season, nur halt so wie es jetzt ist, ist es wirklich einfach all around einfach zu stark. Ich habe letztes Mal in der Kommentarsektion leider sehr viele Kommentare gelesen, die sehr frech waren. Deswegen, ich bitte euch um einen respektvollen Umgang und ich werde die Kommentare natürlich beantworten. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis dahin, wir sehen uns, bleibt gesund. Peace.